Willkommen im Richtige Wahl. Heute werden wir uns die besten Induktionskochplatten ansehen. Der KB Elements ELK102P ist ein leistungsstarker Einzelinduktionskocher, der mit seinen 2000 Watt eine schnelle und effiziente Kochleistung bietet. Das graue Kristallglas-Bedienfeld ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch leicht zu reinigen. Die Sensor-Tassensteuerung ermöglicht eine einfache Handhabung, während der Überhitzungsschutz und der Trockenschutz für zusätzliche Sicherheit sorgen. Ein potenzieller Nachteil dieses Modells ist, dass er wie viele tragbare Induktionskochfelder möglicherweise eine ungleichmäßige Wärmeverteilung aufweist, was das Kochen großer Mengen erschweren kann. Außerdem sind die Sensortasten manchmal weniger reaktionsschnell als physische Knöpfe, was die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen könnte. Insgesamt bietet der ELK102P eine solide Leistung und nützliche Sicherheitsfunktion zu einem vernünftigen Preis. Seine Vielseitigkeit und das kompakte Design machen ihn zu einer guten Wahl für kleine Küchen oder als zusätzliches Kochgerät. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Die Medion MD18490 Induktionskochplatte ist eine effiziente und benutzerfreundliche Kochlösung für moderne Küchen. Mit 2000 Watt Leistung und 8 Automatikprogrammen bietet sie vielfältige Kochmöglichkeiten. Die automatische Topferkennung und der Überhitzungsschutz sorgen für Sicherheit und Komfort beim Kochen. Die Sensortasten erleichtern die Bedienung und ermöglichen eine präzise Einstellung der Kochfunktion. Ein möglicher Nachteil dieses Modells könnte die begrenzte Größe der Kochfläche sein, die das gleichzeitige Kochen mit großen Töpfen oder Pfannen einschränken kann. Außerdem berichten einige Nutzer, dass die Sensortasten bei nassen oder fettigen Händen weniger reaktionsschnell sind, was die Handhabung erschweren kann. Insgesamt ist die MD18490 eine solide Wahl für alle, die eine kompakte und leistungsstarke Induktionskochplatte suchen. Sie bietet eine gute Kombination aus Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Die Zecotec Full Magma Single ist eine leistungsstarke Induktionskochplatte mit einer maximalen Leistung von 2000 Watt. Sie verfügt über ein benutzerfreundliches Touch-Display und bietet 10 verschiedene Leistungsstufen, sodass sich die Temperatur präzise anpassen lässt. Die Kochplatte besteht aus widerstandsfähigem emailliertem Glas, das sie besonders langlebig und unempfindlich gegen Kratzer und Stöße macht. Ein wesentlicher Nachteil ist, dass sie nur eine Kochzone bietet, was die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Gerichte einschränken kann. Zudem kann die Touch-Steuerung empfindlich auf Verschmutzungen reagieren, was die Bedienung unter Umständen erschwert. Zusammengefasst bietet die Full Magma Single eine zuverlässige und effiziente Kochlösung für Einzelpersonen oder kleine Haushalte. Weitere Informationen zur Preisgestaltung finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Die AMZ Chef SK20CB16T ist eine tragbare Induktionskochplatte, die sich durch ihr ultradünnes Design und ihre hohe Leistung auszeichnet. Sie verfügt über ein Touch-Bedienfeld und eine polierte Glaskeramikoberfläche, die nicht nur modern aussieht, sondern auch leicht zu reinigen ist. Mit 10 Leistungs- und Temperaturstufen bietet dieses Gerät eine flexible Nutzung für verschiedene Kochanforderungen, von langsamen Köcheln bis zu schnellem Braten. Ein potenzieller Nachteil dieses Modells ist das Fehlen von Automatikprogrammen, was bedeutet, dass alle Einstellungen manuell vorgenommen werden müssen. Zudem benötigt die Kochplatte Töpfe mit magnetischem Boden, was die Auswahl des Kochgeschirrs einschränkt. Auch die Kindersicherung und der Überhitzungsschutz sind hilfreich, könnten jedoch für einige Benutzer zu empfindlich sein. Insgesamt bietet die AMZ Chef SK20 eine kompakte und leistungsstarke Lösung für kleine Küchen, Camping oder als zusätzliche Kochplatte. Weitere Informationen zur Preisgestaltung und Verfügbarkeit finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Der KB Elements ELK103P ist ein Doppelinduktionskochfeld, das durch seine hohe Leistung von insgesamt 4000 Watt und die 8 verschiedenen Leistungsstufen überzeugt. Das elegante Design mit einer schwarzen Kristallglasoberfläche sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für eine leichte Reinigung. Die Steuerung erfolgt über ein intuitives Sensor-Touch-Bedienfeld, das die Bedienung sehr einfach und komfortabel macht. Ein Nachteil dieses Modells könnte die Tatsache sein, dass es keine Automatikprogramme gibt, was bedeutet, dass alle Einstellungen manuell vorgenommen werden müssen. Zudem erfordert die Kochplatte magnetisches Kochgeschirr, was die Auswahl der nutzbaren Töpfe und Pfannen einschränkt. Das schlanke und portable Design ist zwar praktisch, könnte jedoch für größere Kochvorgänge weniger geeignet sein.
Zusammengefasst bietet der ELK 103P eine leistungsstarke und flexible Kochlösung, die besonders in kleineren Küchen oder beim Camping gut zur Geltung kommt. Weitere Informationen zur Preisgestaltung und Verfügbarkeit finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Der AMZ Chef FYM35S16 ist ein Doppelinduktionskochfeld mit zwei unabhängigen Kochzonen, die eine Gesamtleistung von 3500 Watt bieten. Die linke Kochzone verfügt über eine maximale Leistung von 20 Watt, während die rechte Zone 1500 Watt erreicht. Beide Kochzonen bieten 10 Temperaturstufen von 60 bis 240 Grad Celsius und 9 Leistungsstufen, die sich perfekt an unterschiedliche Kochbedürfnisse anpassen lassen. Das Kochfeld ist aus hochwertigem schwarzem Kristallglas gefertigt, das nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch leicht zu reinigen. Ein Nachteil dieses Modells ist, dass es keine Automatikprogramme gibt, was bedeutet, dass alle Einstellungen manuell vorgenommen werden müssen. Zudem benötigt das Kochfeld aufgrund seiner Größe und der zwei Kochzonen etwas mehr Platz auf der Arbeitsfläche. Ein weiterer möglicher Nachteil könnte sein, dass es magnetisches Kochgeschirr erfordert, was die Auswahl der nutzbaren Töpfe und Pfannen einschränkt. Insgesamt bietet der AMZ Chef FYM35 eine flexible und leistungsstarke Lösung für das Kochen zu Hause, beim Camping oder in kleinen Küchen. Mit praktischen Funktionen wie dem 3-Stunden-Timer und der Kindersicherung ist dieses Kochfeld sowohl sicher als auch benutzerfreundlich. Weitere Informationen zur Preisgestaltung und Verfügbarkeit finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Der Royal Catering 3500 GP ist ein leistungsstarkes Induktionskochfeld, ideal für schnelles und sicheres Kochen. Mit einer maximalen Leistung von 3500 Watt und 13 Leistungsstufen lässt sich die Temperatur präzise einstellen. Das Kochfeld bietet einen breiten Temperaturbereich von 60 bis 240 Grad Celsius und ist mit einem intuitiven Touch-Display ausgestattet, das die Bedienung erleichtert. Das Gehäuse aus Edelstahl und die Glaskeramikoberfläche sind langlebig und leicht zu reinigen. Zudem verfügt das Gerät über eine Kindersicherung und Überhitzungsschutz für zusätzliche Sicherheit. Ein Nachteil könnte die Notwendigkeit sein, magnetisches Kochgeschirr zu verwenden, was die Auswahl einschränkt. Auch die Größe des Geräts benötigt etwas mehr Platz auf der Arbeitsfläche. Insgesamt bietet der Royal Catering eine flexible und effiziente Lösung für den Einsatz in der Küche, beim Camping oder in mobilen Küchen. Weitere Informationen zur Preisgestaltung finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!